Heute geht es zum Thema Trocknung und ich hoffe, es wird nicht so trocken. Also eigentlich sprechen wir hauptsächlich über die Konvektionstrocknung und wir nehmen uns das Beispiel der Getreidetrocknung. Sie haben dazu eine ganz große Präsentation, die ist teilweise mit Lückentexten, die müssten Sie dann mitschreiben. Hier haben wir, also beginnt das, die Trocknung am Beispiel eines Prozesses in der Lebensmittelindustrie. Und Sie bräuchten auch noch das H1X-Diagramm, dieses Mollier-Diagramm. Das ist gut, wenn Sie sich das auch zur Hand nehmen. Und was brauchen wir noch? So ein paar Stoffdaten hier, Stoffwerte von Wasser, diese Tabelle, diese Wassertabelle. Und dann können wir auch die Stoffwerte-Lufttabelle, können Sie auch gebrauchen. Und Dichte und Dampfdrücke des Wassers, also die Dampfdrücke des Wassers. Ja, okay, das ist alles, was wir gebrauchen können. Und jetzt wollen wir uns dem Trocknen widmen. Und da gibt es eigentlich eine ganz große Präsentation dazu. Tja, wir wollen heute erstmal die Einführung und die Definition der Trocknung klären, auch die Arten der Feuchtgüter und der Feuchtebindung, wozu das Getreide gehört. Und dann uns mit dem Gleichgewicht zwischen Gut- und Luftfeuchte beschäftigen und die Charakterisierung feuchter Luft. Die anderen Themen werden wir später schaffen. Heute ist erstmal diese Einführung. Gut, also was ist Trocknung? Das ist das älteste lebensmitteltechnologische Verfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Und Sie wissen ja, wenn der AW-Wert zu hoch ist, dann kommt es zum mikrobiellen Befall und wir wollen also den AW-Wert des Lebensmittels senken. Was sind die weiteren Prozessziele? Wir wollen die Inhaltsstoffe eigentlich erhalten. Automatisch, wenn wir das Wasser entziehen, dann haben wir auch Gewichtsreduktion. Wir müssen weniger transportieren. Und wenn wir sprühtrocknen, wie zum Beispiel bei Milchpulver, dann ändern wir auch die Form und erzeugen gezielte Eigenschaften bei diesen pulverförmigen Produkten, je nachdem, welche Temperatur- und Druckverhältnisse da sind. Ja, was ist das verfahrenstechnische Prozessziel an sich? Dass wir die relative Feuchte in dem Gut vermindern, und zwar die Masse Wasser pro Masse Produkt von auf kleiner 8 bis 20%, und das entspricht dann auch einem gewissen AW-Wert. Ja, also hier haben wir auch einen gewissen Wassergehalt drinne und zur Gesamtmasse des Produktes, und das, der Wassergehalt, der soll kleiner sein als 8 bis 20%. Lagerfähig ist es bei 14%, und jetzt ist zu überlegen, das ist also die Austrittsgröße aus dem Trocknungsprozess, die wir erreichen sollen. Ja, was ist die relative Gutfeuchte? Nochmal auseinanderklamüsert. Es ist Masse Wasser zu Masse TS plus Masse Wasser oder Masse Gut. Ne? MTS plus Masse Wasser ist Masse Gut. Und so ist es die relative Gutfeuchte als Gutfeuchteanteil, als Wert zwischen 0 und 1. Und wenn wir mal 100% nehmen, dann ist es in 100%. Ja, und wenn wir ein Beispiel haben, frisches Getreide wird eigentlich mit einem relativen Wassermasse von 30% auf die Gutfeuchte geerntet. Das heißt, nach einer Untersuchung im Labor würde hier eine Trockenmasse von 70% eingewogen werden. Wenn wir also 1 Kilogramm MTS plus M Wasser haben, wären 0,7 die Trockenmasse, und Wasser ergibt sich ja aus der Gesamtmasse minus der Trockenmasse, und dann haben wir die 0,3 Kilogramm. Ne? Und so haben wir unsere Y-Eintritt, relative Gutfeuchte, bezogen auf den veränderbaren Masse des Gutes mit 0,3. Eigentlich 0,3 Kilogramm Wasser auf Kilogramm Produkt. Und wir müssen das jetzt reduzieren auf 0,14.
Kilogramm Wasser pro Kilogramm Produkt, dann ist es lagerfähig. Ja, Trocknung, ganz allgemein, ist die thermische Abtrennung von Flüssigkeit aus einem Feststoffflüssigkeitssystem durch Verdunsten oder Ausdampfen der Flüssigkeit. Verdunsten haben wir unterhalb der Siedetemperatur von Wasser und Ausdampfen ab der Siedetemperatur passend zum Druck. Ja, es sind eigentlich zwei Prozesse. Einerseits wird das Feuchtgut durch die Trocknung, das ist der Prozess Trocknung des Gutes, wird es trockener. Und es wird nur trockener, wenn ein Massenstrom an Wasser entfernt wird. Das, was jetzt feuchter wird, nimmt dieses Wasser nicht als Wasser auf, sondern als Wasserdampf, und das ist die Trocknungsluft. Und das ist der gekoppelte Prozess. So wie die Trocknung des Gutes ist, wird durch den Transport des Wassers weg vom Gut die Luft befeuchtet, und das ist der andere Prozess. Eine trockenere Luft, Trocknungsluft, wird befeuchtet und wird zu einer feuchteren Luft. Und ganz grundsätzlich nimmt eben die Luft das Wasser nur als Wasserdampf auf. Und man könnte jetzt das auch noch ergänzen. Was ist der Wärmebedarf ganz grundsätzlich, um das Wasser hier der Luft zuzuführen? Q-Punkt ist gleich, die Verdampfungsenthalpie, die uns schon mal begegnet ist, in Abhängigkeit von der Temperatur des Wassers im Gut, also Delta HV in Abhängigkeit von der Guttemperatur. Und jetzt ist zum Beispiel unser erste Tabelle interessant, oder die. Also hat unser Gut eine Temperatur von 40 Grad. Dann müssen wir hier mindestens die Verdampfungsenthalpie 40 Grad, mindestens die Verdampfungsenthalpie von 40 Grad aufbringen, also 2406 Kilojoule pro Kilogramm, um das zu Kilogramm Wasser, ne? Um das in die Dampfform überzubringen, brauche ich also 2400 Kilojoule pro Sekunde mindestens. Aber das Wasser ist ja auch noch zusätzlich gebunden in dem Gut, und da wirken noch mehr Kräfte. Also das ist Q-Punkt Min. Aber noch gar nicht praktikabel. So, ja, und wir können aber auch alles als ein Bilanzgebiet betrachten und komplex sehen, was sind die eingehenden Energien und Massen, was sind die ausgehenden Massen und Energien, dann haben wir den gekoppelten Prozess. So, ja, und jetzt haben wir hier diese Feuchtgutarten. Dadurch wird Q.min eigentlich vergrößert. Also das hier wird größer, muss größer werden. Ja, was gibt es so an Feuchtgütern? Also da gibt es fein verteilte, kolloid-kapillarporöse, also mit Kapillaren drinne, wie hier so, ne, Kapillaren. Stoffe, die bei Feuchtigkeitsentzug schrumpfen. Also ich würde sagen, das Getreide, das schrumpft auch ein wenig. Und die Kapillarwände hier innen sind elastisch. Und wenn ich jetzt das Getreide wieder in Wasser einlegen würde, dann würden die Wände wieder, würde das Wasser eindringen, weil ja der osmotische Druck wirkt. Ne? Hier haben wir mehr Mineralstoffe drin, und deswegen würde das reinquellen. Und dann würde es wieder würden sich die Membranen und Kapillaren dehnen. Wo passiert der Wassertransport? Der passiert durch die Kapillaren und Membranen. Und typisches Beispiel für solche Feuchtgüter mit noch intakten Zellwänden ist Getreide, wenn wir das trocknen, oder Obst, Gemüse und Fleisch. Und was muss jetzt sein? Die Trocknungstemperatur muss eigentlich niedrig bleiben. Also
Eigentlich können wir auch sagen, das sind ja Proteine, aus denen das besteht. Und solange wir noch Wasser aus der als Filmfeuchte verdampfen, kann sich das Gut nicht erwärmen. Da können wir eine höhere Trocknungstemperatur einsetzen, aber sobald hier die Filmfeuchte entfernt ist, müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir nicht anfangen, das zu zerstören, die Proteine, weil Sie wissen, über 42 Grad Celsius, da würde das dann denaturieren. Also dann würden wir die Inhaltsstoffe nicht so ganz schonend behandeln. Deshalb ist jetzt die Konvektionstrocknung, was heißt Konvektionstrocknung? Bewegte Luft, und zwar warme, bewegte Luft, die das trocknet. Eine andere Möglichkeit wäre die Gefriertrocknung, ist energetisch noch viel aufwendiger. So, ja, und haben wir pastenförmige Güter, wie zum Beispiel Mehlteige, Teigwaren, Käse, Gelatine oder ja, da haben wir eine hohe Viskosität, da haben wir kaum eine innere Zirkulation und da muss auch die Trocknungstemperatur niedrig sein. Wenn wir jetzt Knäckebrot herstellen wollen, da können wir, oder wenn wir zum Beispiel Pulver herstellen wollen, wie zum Beispiel Stärkepulver, da kann die Trocknungstemperatur manchmal hoch sein und da haben wir Band- und Walzentrocknung und da hätten wir den Mechanismus, dass die Wärme, die übertragen wird, Q-Punkt bei der Band- und Walzentrocknung, das hängt davon ab, welche Walzenfläche wir haben, wie der Temperaturunterschied ist zwischen der Walze und dem Trocknungsgut. Das darf da sehr hoch sein. Und dann gibt es noch den Wärmedurchgangskoeffizienten K mal A mal Delta T. Das beschreibt die Trocknung des Walzentrocknens. So, und wenn wir flüssige Güter haben, dann ist es eigentlich schon in Richtung Verdampfung. Dann müssen wir auch die Verdampfungsenthalpie des Wassers mindestens aufbringen. Ja, und das ist dann der Wärmebedarf. Gut, jetzt haben wir gesagt, das hier ist so eine Mindestwärmemenge. Und jetzt müssen wir aber zusätzlich noch die feuchte Bindungen zerstören. Also wird es mehr sein, was wir an Wärme brauchen. Und was ist jetzt die leichteste zu beseitigende Feuchtigkeitsbindung? Das ist die sogenannte Haftfeuchte oder Filmfeuchte oder Oberflächenfeuchte, die um das Gut ist. Also wir haben hier dann einen zusammenhängenden Flüssigkeitsfilm an der äußeren Oberfläche und das ist wie eine Pfütze, die draußen ist oder wie ein Teich. Und jetzt ist da nicht so eine sehr große Bindung. Jetzt muss einfach das Wasser verdampft werden mit seinem Dampfdruck. Und jetzt hängt es von der Temperatur des Films ab, wie es übergeht in die Luft, wie es verdampft. Und zwar, das ist jetzt der Partialdruck des Wasserdampfs. Der muss höher sein, der Partialdruck des Wasserdampfes von diesem Gut muss höher sein als in der Luft. Ansonsten würde es nicht zu einem Wassertransport kommen. Und wir hatten ja auch gesagt, der Dampfdruck des Wassers, das ist dieses Bestreben, in die Dampfform überzugehen. Und je höher die Temperatur jetzt des Flüssigkeitsfilms und des Gutes ist, umso schneller würde es trocknen, wenn auf der anderen Seite meine Luft einen niedrigeren Wassergehalt hat. Und das ist der Partialdruck des Wassers, dieser PVD. Ja, das ist also die am leichtesten zu trennende Bindung. Etwas schwieriger ist es, die Kapillarfeuchte zu entfernen. Die benetzt die inneren Oberflächen der Poren. Und wir haben, das ist wie so ein Flusssystem, müssen Sie sich das vorstellen. Und jetzt kommt hinzu, dass wir also erstmal
die ganze Feuchtigkeit, das Wasser nach außen transportieren müssen und an der Oberfläche verdampft es dann. Ja, und wenn diese Poren noch relativ groß sind, 10 hoch minus 7 Meter ist eine etwas schlechte Angabe, das wäre 0,1 mal 10 hoch minus 6 Meter, sind also 0,1 10 hoch minus 6 steht für Mikrometer, 0,1 Mikrometer. Wenn wir diese Porendurchmesser haben, dann ist das noch nicht so sehr zurückhaltend. Dann ist tatsächlich der Partialdruck des Wasserdampfes genauso noch als wie bei der Filmfeuchte, also der Sättigungsdampfdruck des Wassers oder dem Dampfdruck des Wassers entsprechend und der Sättigungsdampfdruck des Wassers. Da brauchen wir hier die Dichte- und Dampfdruckkurve des Wassers oder wir haben die Magnus-Gleichung kennengelernt, als wir um den Dampfdruck des Wassers uns gekümmert haben. Ja, wenn aber die Poren zu klein sind, dann gibt es Rückhaltekräfte, ganz starke Rückhaltekräfte und dann ist der Druck, den jetzt dieses Wasser auf die umgebende Luft ausübt, kleiner als der Dampfdruck des Wassers, weil diese Wandkräfte noch wirken, dann wirkt es hygroskopisch. Also wasseranziehend wie so ein Schwamm, wenn die Kapillaren kleiner sind als 0,1 Mikrometer. Ja, noch schlechter lässt sich die Feuchte, die beim Quellen angezogen wird, beseitigen. Also jetzt wird die innere und äußere Oberfläche des Gutes benetzt und es dringt in die inneren Phasen, also auch durch die Membranen und ist jetzt durch den osmotischen Druck gebunden. Und Sie wissen ja als Lebensmitteltechnologen, jetzt hängt dieses Haltevermögen im Gut vom Mineralstoffgehalt ab. Und der osmotische Druck, der wirkt ja von der Seite, wo eben nicht die Mineralstoffe sind, auf die Membran. Und wenn wir hier zum Beispiel einen Salzgehalt von 3,5 Massenprozent haben, dann entspricht das einem osmotischen Druck von außen nach innen von ungefähr 29 Bar. Ja, und jetzt ist der Partialdruck des Wasserdampfs eigentlich vernachlässigbar klein. Es ist sehr schwer, das herauszuziehen, weil wir müssten ja dann an der anderen Seite hier so einen niedrigen Druck anlegen und das können wir nicht, weil Vakuum ist maximal ein Bar. Ja, und die ganz stärkste Form, Wasser zu binden, ist die chemisch gebundene Form in Form von Kristallwasser oder von Ionenbindung bei Calcium. Hydroxid, also zum Beispiel Silikagel, was man ja bei Überseetransporten nutzt, diese Silikagelpulver, die eben das Wasser anziehen und chemisch binden. Ja, jetzt ist es so, dass also die relative Luftfeuchte wichtig ist. Das ist auch entspricht der Wasseraktivität des Gutes, weil wenn wir überlegen, der AW-Wert, wie der definiert wird, das haben Sie ja gelernt. AW-Wert ist der Sättigungsdampfdruck oder P0 des Wassers in Abhängigkeit von der Temperatur, aber es ist hier P0 Wasser. In Abhängigkeit von der Temperatur und der Partialdruck des Wasserdampfes, der tatsächlich in dem Gut herrscht. Das ist der AW-Wert und so ist auch die relative Luftfeuchte beschrieben. Und jetzt gibt es eine Beziehung zwischen AW-Wert und relativer Feuchte, also Kilogramm Wasser pro Kilogramm feuchtes Gut. Also das ist das gesamte Wasser, was drin ist. Und das ist das freie Wasser. Das repräsentiert das freie Wasser. Das haben sie auch in der Mikrobiologie oft
So, und jetzt ist es so, wenn ich etwas entfeuchten will, den relativen Wassergehalt verringern will, dann muss meine Umgebung auch eine entsprechende relative Feuchte haben, dass es das ermöglicht. Also, wenn ich 100% Luftfeuchte habe, das ist auch, wenn ich komplett Wasser habe, dann würde jetzt das Gut sich immer mehr anreichern mit Wasser und dann hätten wir hier für Holz also am Ende ein Wassergehalt von 0,3 oder 30%. Genau, also so wie auch unser feuchtes Getreide. Jetzt muss ich also die Luftumgebung, die relative Feuchte verringern, damit tatsächlich eine Triebkraft ist für die Entfeuchtung des Gutes. Also wenn wir von 100% verringern auf 60%, dann können wir auch entfeuchten von 30 auf hier ungefähr 13 Prozent freies Wasser. Ja, und das gibt es auch für Getreide, solche Adsorptionsisothermen. Je wärmer das Wasser ist, je wärmer mein Gut ist, umso größer ist das freie Wasser, weil ja dann der Partialdruck des Wasserdampfs größer ist, ne? Also wenn wir hier das mal vergleichen, hier haben wir 10 Grad Celsius und hier haben wir 30 Grad Celsius. Bei gleichem Gesamtwassergehalt bei 10 Grad haben wir hier 60% AW und da haben wir 70% bei 30 Grad, 70% AW. Hier könnten wir also, hier haben wir mehr freies Wasser, was entzogen werden kann. Um ein Gut vollständig zu trocknen, muss die Luft auch ganz trocken sein. Ja, was ist also die relative Feuchte, die in der Umgebung sich einstellt, wenn wir einen Wassergehalt von 14% noch am Ende haben, dann stellt sich, also wenn ich dieses Gut jetzt den AW-Wert messen würde, würde ich 53% messen. Und wenn wir das Getreide vom Feld ernten, dann haben wir hier 30% und das entspricht einem AW-Wert von 95%. Und jetzt wollen wir diese Feuchtigkeit entfernen und dann muss in der Umgebung solch eine Gleichgewichtsfeuchte auch mindestens sein, die darf nicht größer sein. So, wenn das größer ist, dann würden wir zurück entfeuchten. Ja, und jetzt kann man von der Gutentfeuchtung schließen auf die Feuchte der Umgebung. Und man nutzt eigentlich die Zustandsänderung des Trocknungsmittels Trockenluft, um den Trocknungsprozess darzustellen. Also wir sehen den Zusammenhang, relative Luftfeuchte oder AW-Wert des Gutes hängt zusammen mit dem vorhandenen Wasser im Gut. Hängt damit zusammen. Und oft ist das hier nicht so leicht zu messen und deswegen nimmt man die Zustandsänderung des Trocknungsmittels. Eine Trocknungsbedingung ist, dass wir Wärme zuführen. Dem Gut, damit das verdampft und Q.min, was wir aufbringen müssen, ist der Massenstrom an Wasser, den wir entfernen wollen und ja zu Wasserdampf machen wollen. Deswegen Wasser zu Wasserdampf mal Delta HV. Und jetzt hängt es davon ab, wie warm die Trocknungsluft bzw. mein Gut ist. Auch das steht miteinander im Gleichgewicht. Und deswegen hatten wir hier ja Guttemperatur hingeschrieben. Genau. Und ich hatte jetzt als Beispiel, wenn wir 1 Kilogramm Wasser umwandeln wollen pro Sekunde und das gut 40 Grad Celsius hat,
Dann brauchen wir die Verdampfungsenthalpie mindestens von 2406 Kilojoule pro 1 Kilogramm Wasser, um das zu verdampfen. Und jetzt kann man das kürzen. Wir brauchen also, um pro Sekunde 1 Kilogramm Wasser zu entfernen, 2406 Kilojoule pro Sekunde, und das sind 2400 Kilowatt. Also es ist ein sehr hoher Wärmebedarf. Das ist also eine Trocknungsbedingung, ist, dass wir Wärme zuführen. Und die andere, was ist die zweite Trocknungsbedingung? Ist, dass der AW-Wert meines Gutes größer ist als die relative Luftfeuchte Phi L der Luft. Der Trocknungsluft. Muss größer sein. Und was steckt da dahinter? Der Partialdruck des Wasserdampfs des Gutes muss größer sein als der Partialdruck des Wasserdampfs in der Luft. Weil die Luft selber hat auch ein bisschen Wasserdampf in sich. Hier darf bloß wenig sein und hier muss der Partialdruck des Wasserdampfs groß sein. Ja, und jetzt gehen wir dazu über. Erste Trocknungsbedingung. Q.min, und das muss noch viel, viel größer sein, die Wärmezufuhr, weil wir die Bindung aufheben wollen. Und wenn wir zum Beispiel Kristallwasser entfernen wollen, dann müssten wir das Gut sehr, 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 sehr stark erhitzen, damit der Partialdruck des Wasserdampfs da sehr hoch ist.